Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Sprüche 3, Vers 5 steht: Verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Das ist ein weiser Rat. Versuche nicht, alles selber zu machen, sondern vertraue dein ganzes Leben Jesus an. Er will dir helfen. Hoffnung um 12, wir wollen dich ermutigen. Heute gebe ich dir den Rat: Nimm dir Zeit, um nachzudenken. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Ich habe einen schlauen Satz gelesen, der mir viel sagte. Der Satz heißt: Eine Minute nachdenken ist mehr wert, als eine Stunde zu sprechen. Steckt da nicht viel Wahrheit drin? Wir reden gerne, reden gerne, reden gerne. Und wir haben immer gleich eine Antwort. Und das wird auch so oft von uns gefordert. Wir bekommen eine Frage gestellt, wir müssen gleich antworten, ohne nachdenken zu können. Wir haben fertige Antworten, so instant. Wenn das kommt, antworte ich so, ohne nachzudenken. Und ist es nicht so? Die Medien formulieren uns schon viele Antworten vor. Wir denken gar nicht mehr darüber nach, sondern antworten das, was die Medien sagen. Das muss ja stimmen und das wiederhole ich. Ich habe gehört, die haben gesagt, ohne irgendwie nachzudenken. Mein Vater, als ich zu ihm kam in jungen Jahren und habe ihm Fragen gestellt für eine große Entscheidung. Ich hatte mal eine Riesenentscheidung, ob ich in der Schule bleiben soll oder im Missionswerk helfen, da war gerade Not an Mann. Dann hat er nicht gesagt, mach das oder mach jenes. Er hat gesagt, ich nehme mir 3 Tage Zeit und dann sage ich dir die Antwort. Und ich sage dir auch, nimm dir auch Zeit für viele Dinge, wo du eine Frage gestellt bekommst und habe den Mut auch zu sagen, warte, ich sende dir die Nachricht, ich brauche etwas Bedenkzeit. Herr, ich danke dir dafür. Herr, dass wir in dieser Zeit, wo wir so getrieben sind, wo wir immer schnell reagieren müssen und immer alles wissen sollen und jede Entscheidung sofort die Antwort da sein muss, Herr, schenk uns den Mut, für viele Dinge auch nachzudenken. Nachzudenken und auch, Herr, deinen Willen erkennen in so vielen Dingen, denn nicht das, was für den anderen richtig ist, muss auch für mich richtig sein. Ich danke dir dafür, für jeden, der jetzt nachdenkt, Zeit für Nachdenken zu haben. Danke, Herr. Amen. Wir bekommen sehr viele Gebetsanliegen und einige davon können wir hier vorlesen. Aber sei dir gewiss, wir beten für alle Anliegen, die eingehen. Und per WhatsApp erreicht uns folgendes Gebetsanliegen. Hallo, ich habe sehr starke Depressionen mit Panikattacken, weil ich nur 10% von Geburt an sehe. Traue mich kaum noch raus. Mir gehen nur schlechte Gedanken durch den Kopf. Kann nachts kaum schlafen. Bitte betet für mich und meine vielen Sorgen. Auch gehen mir meine Haare so stark aus. Danke. Jesus, wir danken dir, dass wir dir diese Person auch hinlegen dürfen. Und ich danke dir, dass du mit dieser Person bist und dass du sie berührst. Danke, Jesus, dass du die Ursache heilst von dem ganzen Dilemma, dass du diese Augen berührst und dass sie heil sind, so wie es deine göttliche Schöpfungsordnung war. Und ich danke dir, Jesus, dass du wunderbar eingreifst, dass du diese Panikattacken und Depressionen wegnimmst, dass sie entmachtet sind und keine Wirkung mehr haben. Danke, Jesus, dass wir dir das alles wirklich anbefehlen dürfen, dass diese Sorgen verschwinden und dass sie keine Macht mehr haben über diese Person. Danke, Jesus, dass du auch das Problem um die Haare weißt, dass du auch da eingreifst und dass diese Hormone auch wieder stimmen oder dass die Ursache behoben wird von diesem Haarausfall. Danke, Jesus. Danke, dass dein Frieden in diese Person hineinkommt. Danke, dass dein Vertrauen in diese Person hineinkommt, dass Hoffnung hineinkommt. Und wir danken dir einfach für eine wunderbare Berührung. Amen. Amen.
und auf Facebook bittet eine Frau um Gebet. Gestern habe ich viele Verletzungen von Mitmenschen beim Sport erlebt. Bitte betet für Hoffnung und Zuversicht. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch der Heiler von Seelen bist. Danke, Jesus, dass du diese Person heilst von diesen Verletzungen, dass dein heilendes Balsam über ihre Seele geht und dass sie wieder wirklich aufgerichtet ist, Mut hat, Zuversicht hat, dass du der Herr bist und dass du mit ihr bist. Danke, Jesus, dass du jede Verletzung heilst und auch die vielen anderen Menschen, die Verletzungen haben, zugefügt bekamen. Danke, Jesus, dass du auch da wunderbar eingreifst, dass du auch da wunderbar heilst und diese Verletzungen wegnimmst, dass du auch ein Heiler von der Seele bist. Danke, Jesus, dass wir dir das wirklich in deine Hände legen dürfen und dass du Frieden bringst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Gebetsanliegen. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und auf WhatsApp erreichte uns Folgendes. Seit gestern sind wieder Schmerzen beim Bewegen des Armes. Darum bitte ich um Gebet, dass die Bewegungseinschränkungen sich lösen. Gleichzeitig habe ich auch abwechselnd Schmerzen in den Oberarmen, die zu Kopfschmerzen führen. Bitte betet für mich. Danke euch und danke Jesus. Ja, da wollen wir auch für alle beten, die wirklich Bewegungseinschränkungen haben und auch mit der Wirbelsäule Probleme haben. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt gerade in jedem, Herr, wieder alles gerade rückst. Herr, das ganze Knochengerüst, die ganzen Nerven, die ganzen Bandscheiben und Herr, dort wo Verrenkungen, wo eingeklemmte Nerven sind, Herr, ich danke dir dafür, dass wir die ganze Bandbreite dir bringen dürfen, auch die dadurch ausgelösten Kopfschmerzen. Herr, ich danke dir, dass wir jedem Knochen wieder befehlen und jeder Bandscheibe befehlen, in die richtige Stellung zu kommen. Herr, danke, Herr, dass wieder alles im Einklang ist, in Harmonie, alles funktioniert, auch die ganzen Nervenbahnen wieder richtig funktionieren und nichts mehr wehtut. Ich danke dir. Amen. Amen. Und auf Facebook schreibt eine Frau: Hallo ihr Lieben, ganz herzlichen Dank für eure täglichen Ermutigungen um 12. Ich bitte euch heute um Gebet für meinen Mann. Er hat einen stark geschwollenen Fuß und große Schmerzen. Der Arzt hat eine Entzündung durch Fersensporn festgestellt. Bitte betet, dass er geheilt wird. Oh ja, viele werden Fersensporn geheilt und ich glaube auch, dass du geheilt wirst. Ich danke dir, Herr, dass jetzt dieser Fersensporn weichen muss, dass er verschwindet, dass die Schmerzen verschwindet. Und Herr, danke, Herr, auch der geschwollene Fuß, Bein und was da alles mit zusammenhängt. Herr, ich danke dir dafür, dass wir deine göttliche Heilung hineinsprechen dürfen. Danke, Herr. Amen. Amen. Auf WhatsApp erfuhren wir von dieser wunderbaren Gebetserhörung, die sich innerhalb 2 Tagen einlöste. Und da schreibt jemand: Hallo Frau und Herr Müller und Gebetsteam. Ich möchte mitteilen, dass sich die Sache mit meiner privaten Krankentagegeldversicherung geregelt hat und sie weiter zahlt. Ich hatte vor 2 Tagen diesbezüglich um Gebet gebeten. Nachmittags am gleichen Tag war der Brief schon in der Post. Ganz herzlichen Dank und Gottes reichen Segen wünsche ich allen Mitarbeitern. Wie wunderbar, wenn Gott so schnell eingreift. Und eine weitere Gebetserhörung. Grüß Gott, liebe Isolde und lieber Daniel. Ich danke euch von ganzem Herzen für euren Dienst. Heute habe ich Hoffnung um 12 angeschaut. Vor circa 5 Wochen habe ich um Gebet für meine Tochter bei euch angefragt. Sie hatte eine schlimme Schleimbeutelentzündung und nur Notfallbehandlung mit starken Nebenwirkungen. Nachdem ich euch geschrieben und selber auch gebetet habe, waren die schlimmsten Schmerzen weg. Danke, danke. Wie schön und voller Freude schreibt uns eine Frau: Gebetserhörung. Meine Tochter hat die theoretische Prüfung bestanden. Halleluja. Und wir wissen nicht, was das für eine Prüfung war, aber wir freuen uns natürlich mit. Und manche Prüfungen sind auch wirklich sehr schwer. Aber Gott ist dabei.
Ja, wir leben gerade so in einer Prüfungszeit, Prüfung von dem ganzen Virenzeug, aber auch die ganzen Abschlussprüfungen im Studium und was auch immer gemacht wird momentan, wieder Führerscheinprüfungen. Das ist jetzt gerade so auf der Tagesordnung und ich glaube, da beten wir gerade noch für diese ganzen Prüfungen. Danke, Herr, dass du jetzt jedem nahe bist, der jetzt Prüfungen macht. Herr, das Abitur, Prüfungen in der Uni oder Fachschule oder sonst irgendwie, Aufnahmeprüfung in einer Firma oder was auch immer. Ich danke dir dafür, dass du der Herr und Helfer bist. Amen. Amen. Wie wunderbar wirkt unser Gott und lass uns das wissen, was er bei dir getan hat. Große Dinge, kleine Dinge, wir sind interessiert an allem. Lass es uns wissen auf der eingeblendeten WhatsApp-Nummer. Ja, eine Minute über das nachdenken, was du zu entscheiden hast. Deine nächste Entscheidung. Nimm dir eine Minute und nimm das als Tipp des Tages. Tu wirklich eine Minute nichts, denke drüber nach und du wirst eine wunderbare Antwort bekommen. Ich glaube daran. Schick uns weiter deine Anliegen, auch per Telefon bis 13 Uhr. Ja, wir sind immer für dich da. Nicht immer persönlich, aber wir haben eine wunderbare Webseite gestaltet über einige Jahre hinweg. Jetzt ist sie fertig. Schau auf www.missionswerk.de, da hast du ein reiches Angebot. Und gleich unten auf der Startseite kannst du unser Newsletter bestellen. Unser Newsletter ist auch Ermutigung der Woche und das bekommst du kostenlos, wenn du dort ankreuzt und deine E-Mail uns mitteilst. Die Zeit ist schon wieder um und wir verabschieden uns und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute! Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.